aufgetischt. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Wir sind im Monat Juni angekommen. Wir hatten einen Geburtstag, wir hatten Pfingstferien, die Pandemie hat sich etwas beruhigt. All dies sind Gründe, wieder viel zu spielen und neue Spiele zu beschaffen. Und deswegen gibt es viel zu berichten und ich steige gleich ein in mein neues Aufgetischt. Fangen wir mal an mit ein paar Klassikern. Da hätten wir zum Beispiel Carcassonne mal wieder rausgeholt und das ein paar Mal gespielt. Ein Spiel, was fast schon in die Mottenkiste gehört, aus dem Jahr 2000. Ja, ich denke, das ist immer noch hinreichend allgemein bekannt. Da kommen ja, glaube ich, auch immer noch neue Erweiterungen und neue Versionen von heraus. Und ich finde, das ist aber auch nach wie vor eines der hervorstechend guten Plättchen-Legespiele mit schönen, einfachen Regeln, die auch für Kinder gut verständlich sind. Meine kleine Tochter hat das jetzt angefangen zu spielen und der muss man manchmal noch so ein bisschen helfen, aber im Prinzip kriegt die das auch schon gut hin, obwohl wir eben da schon mit Erweiterung spielen, mit Baumeister und Schweinchen und sowas. Und da kriegt sie schon sehr gut hin, weil es einfach eingängig ist und eben leicht verständlich. Es funktioniert mit allen Spieleranzahlen gut, also wir spielen es meistens zu zweit oder zu dritt, aber das kann man auch mit mehr Leuten spielen, auch wenn man dann natürlich die Downtime erhöht ist, aber da die Plättchen ja begrenzt sind, verlängert sich das Spiel als Ganzes nicht so wahnsinnig viel. Also ich finde es einfach nach wie vor ein sehr schönes Spiel und wer das noch nicht hat, dem empfehle ich, sich mal eine Variante davon zuzulegen. Born to be Wild, das war ja für den Juni sogar die Empfehlung des Monats von mir oder die gesamte Bonanza-Reihe. Das haben wir natürlich auch direkt wieder gespielt. In dem Fall wieder eben Born to be Wild als Zwei-Personen-Variante. Also das nehmen wir eigentlich immer als Zwei-Personen-Variante, weil das sehr schöne Zwei-Personen-Regeln hat, die auch gut funktionieren. Ja, habe ich da neulich in dem Video schon viel drüber geredet, deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal. Was haben wir noch? Machikoro ist jetzt nicht ganz so alt wie Carcassonne, ist aber immerhin auch schon von... Steht hier nicht drauf. Schade. Naja, egal. Ist auf jeden Fall auch schon ein paar Jahre alt. Ein Stadtbauspiel, wo man eigentlich streng genommen ein Engine-Builder mit aber einem sehr großen Glücksfaktor. Ja, das auch sehr viel Spaß macht, sofern man Erweiterungen hat. Also das ist ja auch die Packung von der Erweiterung schon, wo halt das gesamte Spiel drin ist. Und wir sind inzwischen, nehmen wir immer beide Erweiterungen, die hier drin sind, also so die Hafen und die Spezialerweiterung zusammen. Dann hat man einfach sehr viel große Auswahl an Gebäuden. Und dann gibt es eben auch mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, sag ich mal. Und es gibt nicht so eindeutig die besten Gebäude, auf die man sammeln muss. Eben, das spielen wir auch immer wieder mal gern. Meistens ich mit meinen beiden Söhnen, die das auch gern mögen, die dann immer hart im Wettstreit liegen, wer jetzt gerade besser ist. Ja, sehr schönes Spiel. Burg Appenzell. Jetzt noch ohne die Erweiterung, vorsichtig. Steht falsch rum, ist ja wie auch schon fast ein Klassiker. Ist gerade auch ein Klassiker in meiner Familie eben. Inzwischen immer mit der Cheesy Gonzola Erweiterung dabei, die das Spiel einfach noch ein bisschen variantenreicher macht mit der Supermaus, die sich schneller bewegen kann. Ja, das ist also, finde ich, ein wirklich ganz hervorragendes Kinderspiel mit so ein bisschen Verschieben wie das verrückte Labyrinth, aber nicht ganz so. Mehr mit Merken und weniger mit Kalkulieren, was es eben für Kinder besser macht. Eben hat auch so einen Spaßfaktor, wenn die Mäuse in der Burg verschwinden, ist total schön gestaltet, spielt sich schnell, also erfüllt irgendwie alle, tickt alle Boxen, die man als Kinderspiel haben muss und ist von daher auch immer noch wieder mal auf dem Tisch bei uns. Allerdings, ich würde sagen, so Maximalalter ist so 6 bis 7, dann wird es doch langsam uninteressant. Aber das ist ja eben auch ein Kinderspiel, deswegen passt das schon, dass ab 6 Jahren, das würde ich eher so ein bisschen bis 6 Jahre machen. Mache ich hier noch ein Klassiker, der aber jetzt diese Woche auch schon im Video erwähnt wurde, wenn auch nur am Rande, Cable Car, das ist nämlich von Dirk Henn. Das ist auch ein sehr schönes Plättchenlegespiel mit natürlich einem deutlich anderen
Mechanismus als jetzt Carcassonne, funktioniert aber auch gut, spielt sich etwas schneller. Sonst brauche ich da, glaube ich, nicht viel zu sagen, weil ich das auch schon so oft erwähnt habe. Also das ist eben dieses Seilfortsetzungssystem, dass man eben alle ganz viele Bahnen gleichzeitig baut und versucht immer die eigenen möglichst lang zu machen. Ist einfach ein schönes Spielprinzip, deswegen wird das auch immer wieder neu aufgelegt in verschiedenen Varianten mit Seilen, mit U-Bahnen, mit Metros, mit keine Ahnung was. Funktioniert einfach sehr schön und kommt deswegen auch immer wieder auf den Tisch. Gut, Zoll. Oh, jetzt den größten Klassiker habe ich eigentlich noch vergessen, sehe ich gerade. Also Zoll, das ist ein Spiel irgendwie aus den 50er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Das erkennen wir auch daran, dass da auf dem Spiel so eine fröhliche Familie drauf ist, so wie Familien früher waren, wo es noch keinen, wo man den Streit noch nicht erfunden hatte innerhalb der Familie. Ja, aber das ist nach wie vor, ich finde das total schön. Ich hoffe immer noch, dass ich mal irgendwann die aktuellen Ableger davon irgendwo erwerben kann. Den Sheriff von Nottingham, der irgendwie noch wahrscheinlich noch etwas besser ist. Aber auch dieses Grundspiel funktioniert schon super, wo man eben einer ist der Zöllner und die anderen versuchen, ihre Waren möglichst raffiniert an ihm vorbeizuschummeln, um nicht allzu viel Zoll bezahlen zu müssen. Und ja, einfach Spiele, wo man lügen muss, das macht einfach Kindern Spaß, aber das macht Erwachsenen auch Spaß, weil man eben wie ein Kind aufgeregt ist, so na, erwischt er mich, ne, versucht als Erwachsener besonders raffiniert zu sein und fällt dadurch aber vielleicht genau auf die Nase. Das ist einfach schön, das macht einfach Spaß und ist total schnell erklärt eben, man braucht fast gar nicht erklären, man kommt einfach, ein neuer Spieler kann das einfach lernen beim Mitspielen, ist fantastisch als Einführungsspiel, also dies und all und die meisten seiner Ableger kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. So, für uns noch relativ neu, für viele aber auch schon ein uraltes Spiel, da 2017, das ist ja Jahre her. King Domino, das haben wir ja, das hatte ich ja erzählt, das haben wir recht neu jetzt seit vielleicht ein, zwei Monaten. Er freut sich aber immer noch großer Beliebtheit. Also wir spielen es inzwischen mit den Expertenregeln, also wo man noch die Sonderpunkte kriegt für Kinder besonders raffiniertes Hinstellen des Schlosses und sowas. Eben haben es jetzt auch öfter mal zu zweit gespielt, dann mit dem großen Spielfeld mit 7x7, was irgendwie auch Spaß macht, weil man da mal so richtig schön große Landschaften bauen kann, die dann irgendwie 50 Punkte oder noch mehr bringen. Das ist natürlich, macht auch irgendwie Spaß. Ja, ich würde immer noch sagen, es ist halt ein Zwischendurch Spiel. Also es hat irgendwie keine wahnsinnige Tiefe und ja, ist viel Glück dabei, aber es macht Spaß und eben macht auch den Kindern viel Spaß. Also ist ein sehr schönes Familienspiel, eben Spiel des Jahres, ist das passt da sehr gut und von daher gibt es da auch nichts zu meckern. Machen wir mit langsam etwas neuen Spielen, machen wir die Majesty weiter, weil das ist auch schon ein paar Jahre alt, auch 2017. Ja, weitestens sind auch ein Engine-Builder-Spiel. Da kennt man wahrscheinlich nicht viel, ist recht klein. Und auch nach so reihum Karten anlegt, bis man 12 Stück hat. Und dabei versucht eben einerseits möglichst gute Kombinationen zu finden, zu nutzen, andererseits aber auch viele verschiedene zu nehmen. Und man muss das immer so ein bisschen abwägen zwischen dem jetzt sofort einmalig viel kriegen und dem dafür vielleicht später im Spiel bei der Endwertung dann etwas weniger kriegen. Und das finde ich auch interessant. Und was bei diesem Spiel mir immer Spaß macht, ist die wahnsinnig aufwendige und richtig tolle Gestaltung. Also von den hochwertigen, richtig dicken, schweren Geldmünzen zu den Stadtkarten, die alle so ein großes Bild ergeben, als auch zu den einzelnen Karten, die irgendwie alle noch wieder ein bisschen unterschiedlich sind und kleine Details immer verändern. Das ist einfach total schön und allein von daher macht es mir schon Spaß. Und es geht sehr schön schnell und bietet mit den Vor- und Rückseiten der Stadtkarten auch noch genug Varianten, dass man es immer wieder ein bisschen anders spielen kann. Und ja, ist einfach auch ein sehr schönes Spiel. So, jetzt kommen wir mal zu ein paar Sets und zwar zum Beispiel zum Seven Wonders Paket. So, die nehme ich mal so ein bisschen zusammen, die haben wir beide auch immer wieder gespielt. Ich bin ganz stolz, bei Seven Wonders Duell habe ich tatsächlich mal den Wissenschaftssieg geschafft, nachdem ich eigentlich im Spiel schon rettungslos beinahe untergegangen war, habe ich durch etwas glückliche Karten geschafft, tatsächlich auf die benötigten 7 Wissenschaftssymbole zu kommen, um das Spiel sofort zu gewinnen.
wo mein Sohn etwas geknickt war, der sich eigentlich gerade schon sehr auf der Siegerstraße sah, aber das fand ich irgendwie trotzdem schön. Ja, es, sowohl dieses ist sehr schön, Sam Wonders Duell, was finde ich eigentlich schon ein sehr schön taktisches Spiel ist, wo man sehr viel vorausdenken muss, welche Karten, da will ich meinem Gegner auf gar keinen Fall geben. Es gibt aber auch einen nicht ganz zu verlässigen Glücksfaktor, zum Beispiel in dem besagten Spiel kam das irgendwie so aus, dass ich irgendwie überhaupt keine Ressourcenkarten nehmen konnte. Habe ich vielleicht am Anfang was falsch gemacht, aber dann irgendwie kam das wirklich gar nicht mehr aus, das war dann ein bisschen unglücklich. Aber ich habe trotzdem gewonnen. Und ja, Seven Wonders, das Große ist aber auch nach wie vor ein tolles Spiel. Also, was sich auch immer wieder anders spielt. Eben, wir spielen es meistens zu dritt, was, glaube ich, schon die ideale Anzahl ist für dieses Spiel. Und irgendwie so die Anzahl der möglichen Strategien, und die man fahren kann und die man aber auch immer auch gucken muss, kommt das von den Karten aus und so. Das ist immer wieder spannend. Und ich finde es aber auch toll, dass es irgendwie schnell geht. Das ist ein schnelles Spiel, was trotzdem sehr viel Tiefe bietet. Ja, sind also beide Spiele, finde ich wirklich gut und sehr schick. So, was machen wir jetzt weiter? Das nächste Set, doch nehmen wir mal ein kleines, wäre dieses hier. Fuchs im Wald und Claim. Die gehören jetzt nicht unmittelbar zusammen, sind aber sehr ähnlich. Das sind zwei Stichspiele, jeweils für zwei Personen. Claim, glaube ich, das ältere, wenn ich mal kurz gucken darf. 2017, wenn ich das richtig sehe. Und das hier, weiß ich nicht, ist aber auf jeden Fall 2019, doch da steht es. Also das ist sozusagen zwei Jahre neuer. Und ich bin jetzt zum Schluss gekommen, also das Fuchs im Wald ist wirklich deutlich besser. Also ich fand das Claim immer schon gut, einfach generell so Stichspiel für zwei Personen. Das sind ganz Sonderfähigkeiten von den verschiedenen Völkern. Wir haben ja eben noch eine Erweiterung drin, die sich dann auch sehr unterscheiden. Und auch je nachdem, welche man hat, muss man auch wirklich ein bisschen anders spielen. Aber es ist letztlich halt doch sehr glückslastig. Also das hat ja so ein Zwei-Runden-System. In der ersten Runde erwirbt man sozusagen nur die Karten für die zweite Runde. Und in der ersten Runde weiß man noch überhaupt nicht, was überhaupt da ist an Karten noch und was der Gegner auf der Hand hat. Das heißt, man kann manchmal noch gar nicht richtig einsetzen, ist das jetzt gerade letztlich eine hohe Karte oder nicht. Und ja, auch dann in der zweiten Runde kann man irgendwie Pech haben, wenn man im falschen Moment irgendwie nicht mehr am Spiel ist und der Gegner hat irgendwie zufällig noch irgendeine Farbe noch übrig, die man gar nicht mehr hat, dann hat der vielleicht noch lauter niedrige und man kann aber einfach gar nichts machen. Ist halt dann schon recht glückslastig. Und Fuchs im Wald ist jetzt, nachdem wir es ein paar Mal gespielt haben, noch, finde ich richtig cool. Also das ist doch strategisch sehr viel tiefer, weil man eben, es liegen viel mehr Informationen offen im Prinzip und man muss sich halt von Anfang an überlegen, wo gehe ich drauf, gehe ich auf wenig Stiche, gehe ich auf viele Stiche, eben versuche ich sozusagen den Gegner in Sicherheit zu wiegen, dass er denkt, es läuft gut für ihn, nur um dann eben am Ende irgendwie plötzlich nur ein, zwei Stiche zu kriegen und der Gegner guckt in die Röhre mit seinen ganz vielen Stichen und aber keinen Punkten. Finde ich total cool und dann eben noch so die mit den, da sind Schätze dabei, die sozusagen sofort Punkte bringen, also sozusagen, das ist sozusagen dann der Power-Move, wenn man es schafft, sozusagen genau nur die Stiche mit den Schätzen zu kriegen, weil das ist sozusagen das Maximum an Punkten, was man da machen kann. Ist aber eben auch entsprechend riskant, weil eben ein Stich zu viel und plötzlich ist der Gegner viel besser als man selber. Nein, also das finde ich sehr, sehr cool und ist einfach strategisch deutlich tiefer als Claim. Hat aber von daher auch höheren Anspruch. Also Claim spiele ich jetzt im Moment eher mit meiner kleinen Tochter, die das irgendwie so halbwegs hinkriegt. Sie spielt noch nicht so wahnsinnig gut, aber im Prinzip kriegt sie es hin. Fuchs im Wald würde ich mit ihr nicht anfangen, weil das ist einfach ein ganz anderes Einstiegslevel. Also das kann sie sicherlich noch nicht. Also von daher haben beide eine Berechtigung, aber ich würde jetzt, wenn man ein cooles Spiel für zwei Personen sucht, würde ich jetzt eher dieses empfehlen als Claim. Das macht mich immer skeptisch. Bei Claim gibt es, glaube ich, inzwischen 4 oder 5 Erweiterungen. Das macht mich auch immer skeptisch. Die können überhaupt nicht alle gut sein. So. Nochmal was Kleines für zwischendurch. Crash Test Bunnies. Finde ich auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Aus dem Moses Verlag. In so einer praktischen Aufschiebepackung, die auch wirklich benutzt wird während des Spiels. Ja, ist also ein... ein Geschwindigkeits-Autorennspiel, bei dem man eben versucht, möglichst schnell, aber auch möglichst passend die Karten abzulegen, um sozusagen während des Rennens möglichst viele Goldmünzen einzusammeln und möglichst wenig die alte Frau mit dem Rollator umzufahren. Ist total witzig. Also das ist im Prinzip ist das so ein einfaches, können wir auch sagen, so ein einfaches Computerrennspiel als Brettspiel umgesetzt.
Ist aber total schön, ist auch eben witzig illustriert und funktioniert auch sehr gut. Allerdings muss man Spieler mit einer ähnlichen Reaktionsgeschwindigkeit haben, weil sonst hat man manchmal so den Fall, dass sozusagen einer einfach bum, 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 bum alle seine Karten legt und die anderen sitzen daneben und sagen so, was? ja, ist aber einfach sehr, sehr witzig und eine schöne Spielidee, schöne kleine Packung, geht sehr fix. Hat man auch sofort begriffen, wie es funktioniert und ja, ist sehr schön. Eines der Highlights von Moses Verlag. Ja, dann. Was haben wir hier noch? Honga! Das habe ich auch schon öfter in die Kamera gehalten im Aufgetischt. War jetzt aber auch mal wieder dabei. Das ist jetzt eben, meine Tochter ist jetzt in dem Alter, wo sie das spielen kann. Das ist ja so, ich würde sagen, so ab 5 kann man das kurz gut spielen. Ist eben ein Worker-Placement-Spiel mit einem sehr schönen Mechanismus, dass man eben nicht so die ganz freie Wahl hat, was es einfach etwas einfacher macht, weil man sozusagen aus der Vielzahl der Optionen einfach so ein bisschen eingeschränkt wird in jedem Zug, sodass man sich nicht zwischen allzu vielen Sachen entscheiden muss und darüber der Einstieg deutlich erleichtert wird. Und man lernt aber sehr schön so mit Ressourcenmanagement. Ja, ist für mich so ein bisschen so ein Lernspiel, aber nicht im Sinne von Rechnen lernen, sondern im Sinne von Ressourcenmanagement im Spiel lernen und Worker Placement im Spiel lernen. Und dafür finde ich es auch sehr, sehr cool und auch eben auch wieder sehr schön gestaltet mit diesen kleinen Mammuts und dem großen Säbelzahntiger. Und ja, es ist eigentlich auch immer spannend. Also wir haben es oft, wenn wir es spielen, dass man irgendwie denkt, so, oh, ein Spieler ist jetzt aber sehr vor und das meistens geht es am Schluss aber doch irgendwie knapp aus. Wobei leider doch immer, fast immer der die Wertung auslöst, auch gewinnt. Also dass der noch überholt wird. Ist selten, haben wir auch schon gehabt, aber passiert meistens nicht. Deswegen im Prinzip ist es, versucht man so ein bisschen schnell zu spielen, aber trotzdem funktioniert das sehr gut und eben funktioniert auch mit verschiedenen Spieleranzahlen gut. Also es funktioniert eigentlich besser mit etwas mehr Spielern. Zu zweit ist es ein bisschen, ist es noch nicht ganz so gut, aber kann man auch gut spielen. Ist ein Ticken lang vielleicht. Also 45 Minuten steht da drauf, das stimmt auch schon. Also kann manchmal, also gerade mehr Spielern, dauert es vielleicht manchmal ein bisschen lange für das, was es bietet. Aber ich mag es trotzdem sehr gerne. So, gleich kommen wir noch zu einem Themenblock, aber da muss man vorher noch was anderes abarbeiten. Hab ja schon erwähnt, die Pandemie beruhigt sich langsam und zwar bei uns hat sie sich so weit beruhigt, dass wir sagen, na komm, da können wir sogar mal wieder Pandemic spielen. Wir sind ja, ich weiß nicht, ob man das im Bild sieht, da oben stehen noch zwei Erweiterungen im Regal, die haben wir beide noch nie gespielt. Ich habe mir zwar mal die Regeln durchgelesen, aber wir sind immer noch beim Grundspiel. Wir haben auch das Legacy, das liegt auch irgendwo im Schrank, haben wir aber auch noch nicht angefangen. Ich mag einfach an dem Pandemic, an dem Grundspiel, dass das einfach recht schnell geht. Also ich meine, 45 Minuten, das ist schon fast übertrieben. Wenn die Leute das Spiel kennen, geht das einfach recht fix. Das ist finde ich, für ein kooperatives Spiel geht das recht schön schnell und hat auch ein cooles Thema und es ist irgendwie immer spannend. Also jetzt gerade haben wir es wieder gespielt und hatten das irgendwie erst so, ah, das läuft ja super, schon in der zweiten Runde irgendwie schon die erste Krankheit ausgerottet, das geht ja fantastisch. Und dann haben wir es also mit viel Glück beim Ziehen der Karten haben wir es dann so gerade noch gewonnen am Ende, weil es dann plötzlich doch irgendwie die Ausbrüche durch die Decke ging. Von daher eine sehr schöne Metapher des wahren Lebens. Nein, und es ist einfach nach wie vor ein schönes Spiel. Und ich meine, es ist jetzt vielleicht gerade nicht so beliebt, könnte ich mir vorstellen, weil man das Thema so leid ist, aber es macht schon Spaß, es ist spannend und ich freue mich auch irgendwann mal, das Pandemic Legacy auszuprobieren. Aber da muss ich noch mehr Zeit haben, als ich sie im Moment habe. Das heißt wahrscheinlich, wenn die Kinder erwachsen sind oder so. Ja, aber bis dahin spiele ich einfach weiter das normale Pandemic. So, wir nähern uns, aber noch haben wir noch drunter und drüber. Auch nochmal so ein Klassiker, wobei ich glaube, das ist eher ein etwas unbekannter Klassiker. Obwohl er von Klaus Teuber ist und obwohl das mal Spiel des Jahres war, ist das, glaube ich, eher unbekannt. Das ist ein Spiel, wo man so halb kooperativ spielt, wo man nämlich gemeinsam zwei Stadtmauern, einen Fluss und einen Weg durch eine Stadt baut. Und es geht eigentlich nur darum, welches Gebäude in der Stadt man nicht überbauen will, denn es handelt sich um die Stadt der Schildbürger, die alle Gebäude schon gebaut haben und dann feststellen, dass sie noch keine, den Fluss noch aufgestaut haben, den müssen sie jetzt noch wieder loslassen und so weiter.
Ja, sehr, sehr witzig, weil das mit so einem Abstimmungssystem ist, wo man versucht abzuschätzen, stört das die anderen jetzt überhaupt, wenn ich das baue oder nicht. Und eben jeder hat heimlich ein Ziel, was er zu erreichen hat. Man versucht das ein bisschen zu erraten und dabei gleichzeitig aber sein eigenes Ziel natürlich nicht zu verraten. Aber es ist ein schönes, kleines Ärger-Verwirrspiel, auch mit einer schönen Gestaltung. Ja, also das kann ich auch für Familien immer empfehlen, wenn man das mal irgendwo günstig kriegt. So, das Regal ist voll. Ja, Zug um Zug. Ich habe noch geunkt, die Zug um Zug-Zeit ist vorbei, ist ja aber einfach überhaupt nicht. Also meine Tochter will das immer noch wieder spielen. Eben, wir haben jetzt ein paar Mal Deutschland noch wieder gespielt, nachdem wir eine Zeit lang nur noch die Erweiterung gespielt haben, haben wir jetzt sozusagen das Grundspiel noch mal gespielt. Was dann auch mal wieder eine schöne Abwechslung war. Aber eben, wir spielen noch das Indien sehr, sehr oft. Was ein bisschen verwinkeltere Karte ist und eben, wo es darum geht, dass man teilweise versucht, noch Kreise zu bilden mit den Strecken, was auch noch eine interessante Zusatzherausforderung ist, gerade wenn man mit mehr Leuten spielt. Ja, ist ein schönes Spiel. Zug um Zug ist gut. Diese Erweiterung finde ich auch sehr schön, funktioniert gut. Und das ist einfach jetzt auch schon deutlich länger ein Dauerbrenner als manch anderes Spiel, was so für eine Zeit lang ständig auf dem Tisch war und dann wieder völlig verschwunden ist. Es hält sich jetzt einfach sehr lange in meiner Familie und das heißt irgendwie schon was für mich. Jetzt kommen wir noch erst noch schnell zu zwei Spielen, die ich nicht besitze, die ich aber dafür in einer Erwachsenenrunde gespielt habe. Das eine ist Marco Polo 2 im Auftrag des Kahn. Das haben wir gespielt unter anderem mit dem Georg über die Board Game Arena, wo man das jetzt schon spielen kann. Wir haben es jetzt erstmals gespielt mit der Erweiterung, wie heißt sie gleich, die Karawanen heißt sie, genau. Sehr, sehr cooles Spiel, auch wenn ich da regelmäßig sehr versage, weil ich sozusagen einen Aspekt des Spiels vergesse. Mag sehr gern so die unterschiedlichen auch eben und ganz unterschiedlichen Strategien, die man da haben kann im Spiel, abhängig davon, mit welcher Figur man spielt. Also wenn man dann eben unterschiedliche Sonderfertigkeiten hat, die man eben sozusagen ein bisschen in bestimmte Richtung drücken. Mit den Karawanen hat man dann auch noch weitere Figuren und auch sozusagen auch noch einen zusätzlichen Weg, noch wieder Punkte zu machen. Und eben, es gibt sehr viel verschiedene Punkte und es ist irgendwie auch sehr cool, finde, es ist irgendwie bis zum Ende spannend, weil man irgendwie schwer einschätzen kann, was so bei der Endwertung noch passiert. Und da haben wir es dann eben auch durchaus, dass sich bei der Endwertung die Platzierung der Leute nochmal sehr umdreht. Ja, es ist ein Würfelplacement-Spiel und macht sehr viel Spaß. Zweites Spiel, was für mich jetzt noch völlig ganz, ganz neu war und für die anderen Mitspieler auch, war Flotilla, gleichfalls hier schön eingeblendet. Ja, das fand ich so ein bisschen schwierig. Also während wir es gespielt haben, erst fand ich es sehr cool, dann hat sich das Spiel immer länger hingezogen. Also wir haben 4 Stunden oder noch länger dran gespielt. Und dann dachte ich irgendwie so, jetzt könnte es mal langsam vorbei sein. Und war dann auch, nachdem es dann zu Ende war, habe ich gedacht, so, naja, das brauche ich glaube ich nicht nochmal spielen. Ich habe dann aber so im Nachhinein noch über das Spiel nachgedacht und gedacht, so, ach, irgendwie war es ja doch cool. Und bin jetzt auch so an den Punkt gekommen, wo ich sage, na, eigentlich würde ich es doch gerne nochmal spielen. Einfach sozusagen, um so alles, was man beim ersten Spiel jetzt gelernt hat, irgendwie dann doch nochmal anzubringen. Also hat von daher sozusagen den positiven Kennerspieleffekt. Man ist vielleicht erstmal so ein bisschen überwältigt, denke so, aber eben da denkt man so, ach, jetzt möchte ich, aber eigentlich habe ich doch so viel gelernt, möchte jetzt nochmal probieren, was ist, wenn ich das und das so mache. Ja, das ist so ein bisschen zwei Spiele in einem. Das ist so ein bisschen der Trick bei dem Spiel. Das geht so, man spielt erst im Wasser, sammelt Ressourcen und baut irgendwie eine Insel, um dann vielleicht irgendwann zu wechseln und zu sagen, jetzt sammle ich nicht mehr Ressourcen, sondern jetzt baue ich noch eine coole Stadt da draus. Wo man plötzlich sozusagen sehr viel im Spiel plötzlich umdreht und sozusagen die Karten, die man vorher gesammelt hat, das ist so ein bisschen so ein Deckbuilding-Spiel, dreht man auf die Rückseite und die haben plötzlich andere Funktionen oder zumindest leicht andere Funktionen und andere Spezialfertigkeiten. Und je nachdem, wer noch gerade auf welcher Seite spielt, beeinflusst sich das noch alles wieder gegenseitig. Ist recht komplex, also wir haben fast eine Stunde für die Regelerklärung gebraucht, obwohl die Regel durchaus dabei noch einige Fragen offen lässt, die wir dann so sagen, während des Spiels uns einfach geeinigt haben, wie wir das sehen. Und eben durch dieses zwei Spiele in einem hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, es ist zu, oder mir ging das so, es ist zu viel und irgendwie, es wird dadurch sehr lang. Aber irgendwie ist dieser Mechanismus, dass man sozusagen irgendwann so umschaltet, das Spiel sagt so, ah, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt
verkaufe ich das an den einen Kram, wechsle auf die andere Seite und mache jetzt mit den Sachen, die ich schon habe, so und so weiter. Macht es auch irgendwie sehr cool, weil sozusagen dadurch den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden, eben möchte ich das überhaupt machen oder nicht, oder spiele ich von Anfang an sozusagen einfach darauf, nur auf einer Seite zu spielen, ist doch sehr spannend und ich würde es gerne auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Allerdings nur mit Spielern, die das schon kennen, weil eben es hat mir einfach, dadurch, dass wir es alle nicht kannten und immer alles nochmal dreimal durchlesen mussten, was so auf den ganzen Karten so draufsteht und überlegen muss, Moment, wie ist jetzt die Sonderfertigkeit wieder, hat es doch einfach sehr lange gedauert. Aber ich denke, das wäre beim zweiten Spiel schon deutlich besser. Hat auch so ein bisschen so einen Effekt, dass man so, man löst eine Aktion aus und dann passiert man da noch was, dann kriegt man da noch eine neue Karte, dadurch passiert noch da und da was. Also das ist so, manchmal sind so die Züge so bumm, 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 stapeln sich so Sonneneffekte so aufeinander. Das wird es auch etwas unübersichtlich, kann man sehr schön schummeln wahrscheinlich, haben wir aber bestimmt nicht gemacht. Ja, also hat auf jeden Fall was, das Spiel. Mal schauen, ob wir es nochmal schaffen, das nochmal zu spielen, vielleicht in der gleichen Runde, dass wir es alle schon ein bisschen können. So, und jetzt kommen wir zum letzten Themenblock, dem Highlight des Monatsblock. Jetzt kommen wir nämlich noch zu den ganzen Krimispielen, die wir gespielt haben im letzten Monat. Und da sind zwei neue dabei. Ich fange mit den Alten an. Das eine von den Alten ist der Sherlock Holmes Nachwuchsinvestigatoren, dieses Buchspiel, das ich jetzt diesmal nicht auspacke. Ja, wir haben jetzt den zweiten Fall, sind wir nochmal angegangen, den wir beim ersten Mal nicht bewältigt haben, weil uns die Zeit ausgegangen ist. Beim zweiten Mal war die Zeit tatsächlich immer noch knapp, obwohl wir schon ein, zwei Rätsel schon wussten, wie sie funktionieren. Ja, hat mir aber trotzdem total viel Spaß gemacht, weil ich so dieses Konzept, dass man so mit jeder liest sein eigenes Buch und man muss sich aber darüber unterhalten, um rauszukriegen, wie man die Informationen, die der Einzelnen haben, zusammensetzen muss, um das Rätsel zu lösen, fand ich ein sehr cooles Konzept, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, es hat fast so ein bisschen was so vom Knobeln eines Exit-Spiels, aber eben mit verteilten Informationen. Also das fand ich irgendwie schick. Ich bin auch sehr gespannt auf den dritten Fall, ob der sozusagen dieses hohe Level halten kann. Während der erste Fall einfach ganz klar so ein Einführungsfall war, der sehr simpel war und irgendwie auch noch nicht so spannend, war der zweite eben jetzt wirklich richtig cool und ich bin gespannt auf den dritten. Ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist mal was ganz anderes. Eben schönes Familienspiel. Man muss eigentlich Leute haben, die bereit sind, ein bisschen über das zu reden, was sie sehen. Also wenn jeder nur stumm auf sein Buch guckt, dann funktioniert es nicht, weil man muss sich unterhalten, sonst kommt man nicht weiter. Genau, noch ein altes 13 Indizien. Das ist auch irgendwie ein Dauerbrenner in unserer Familie geworden. Eben so ein Knobelspiel, wo es eigentlich nur am Rande um Verbrechen geht. Also das könnten auch beliebige andere Sachen sein. Also man sucht einfach die richtigen Karten in drei verschiedenen Kategorien, die man eben selber von sich nicht sieht, indem man die anderen Spieler über befragt, welche Farben und welche Objekte sie sehen oder welche Arten von Objekten sie sehen können. Und dann sind wir so ein Ausschlussverfahren, das zu machen. Ja, Spiel ist eben ein schönes Knobelspiel, auch mit ein bisschen Glück dabei, aber eben schon sehr geeignet, um das logische Denken zu trainieren und zu prüfen. Funktioniert sehr gut ab drei Spieler, also die zwei Spieler, die hier, glaube ich, offiziell draufstehen, das ist nichts, also das kann man weglassen, aber ab drei oder eben vier, fünf, sechs Spielern macht es wirklich Spaß und ist sehr cool. Und jetzt haben wir noch zwei neue. Und da fällt mir fast schwer zu sagen, welches ich cooler finde, aber ich habe mich entschieden, dass ich das andere noch etwas besser finde. Micro Macro Crime City, das ist ja gerade recht populär, von wegen Spiel des Jahres und so weiter. Das ist dieses Spiel mit dem riesigen Schwarz-Weiß-Stadtplan und den 10 Kriminalfällen, die auf dem versteckt sind und die man anhand von Fragenkarten so Stück für Stück lösen muss, finde ich ein sehr, sehr schönes Konzept. Also ich habe das jetzt wegen dieser Spiel des Jahres-Sachen, habe ich mir das mal angeguckt, hat mir sofort irgendwie gefallen, habe ich bestellt und ist sehr gut angekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, die ersten 6 oder 7 Fälle haben wir schon durch. Die ersten gehen ja recht schnell, die sind auch sehr einfach, aber dann wird es ja durchaus etwas kniffliger und man muss sehr genau hingucken. Und ja, sind, finde ich, sehr viele schöne Ideen verpackt in dem Spiel, wo man sozusagen erstmal drauf kommen muss. Man, da kann man jetzt schlecht drüber reden, ohne schon zu viel zu verraten über die Lösungen. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine schöne Investition. Ich bin auch gespannt, wie das gelöst wird mit noch. Weil es gibt ja zumindest ein, zwei kleine Erweiterungen, ob da wirklich noch größere kommen, dass da noch mehr Fälle versteckt sind, die man jetzt noch gar nicht bemerkt.
Ja, macht aber auf jeden Fall Spaß und ist irgendwie einfach auch mal wieder mal ein ganz anderes Spielprinzip, so mit diesem großen Plan. Eben, man darf nur nicht zu viele Spieler haben, das habe ich auch schon anderswo gelesen. Steht drauf 1 bis 4, mit 4 ist es aber fast schon ein bisschen knapp. Also ich finde, es ist ein 2 bis 3 Spieler-Spiel. Also allein würde ich das nicht spielen wollen unbedingt, das finde ich dann einfach auch wieder nicht so spannend, weil das lebt ja irgendwie auch davon, dass man sich so ein bisschen darüber unterhält, was man sieht. Aber eben zu zweit und zu dritt funktioniert es wirklich sehr gut. Während man zu viert ein bisschen, ist immer einer da, der gerade eh nicht richtig zugucken kann. Nee, es ist wirklich schön und eben hat so einen Effekt, man spielt den Fall und dann hat man vielleicht irgendwas, ach komm, direkt den nächsten. Also man hat so direkt Lust weiterzuspielen, hat den gewünschten Erfolg in der Familie gehabt und bin gespannt, welche Preise das noch gewinnt, dieses Spiel. So, und dann noch ein Spiel, was den Preis gerade nicht gekriegt hat, was für mich aber das Highlight meines Monats war, ist Detective. Das hatten wir schon lange auf dem Schirm, meine Frau und ich, weil wir beide gerne Krimis mögen und auch Krimispiele gerne mögen. Wir haben immer davor zurückgescheut, aufgrund des beschriebenen Komplexitätsgrades. Und jetzt haben wir es uns aber doch mal zugelegt und ich finde es fantastisch. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Erinnert so ein ganz bisschen an Time Stories, finde es aber sehr viel cooler, weil man direkt, also bei uns hat das fantastisch funktioniert, irgendwie man liest irgendwie so ersten zwei, drei Informationen und direkt haben wir angefangen zu diskutieren, so, ah, das hängt bestimmt irgendwie so und so zusammen und das ist dahinter und darum müssen wir uns jetzt kümmern. Und fängt direkt an zu spekulieren, eben wie man so beim, wenn man einen Krimi liest, auch irgendwie anfängt mitzubelegen, ah, wie passt das zusammen und ja, wie kann man über das Spiel reden, ohne über die eigentlichen Fälle zu reden. Eben bietet sehr viele Möglichkeiten, führt einen sehr schön aber auch in die Irre, also bietet einem an, ja, hier könntest du vielleicht noch weitere Informationen holen, dann guck mal, sagst du, nö, das ist leider völlig uninteressant, da kommt nichts mehr raus. Irgendwie, also so, eben, ist sehr schön so ein bisschen diesen Zeitdruck, dass man sich dann ärgert, so, ah, verdammt, das haben wir jetzt da irgendwie Zeit für verschleudert, um den noch was zu fragen und der wusste gar nichts. Irgendwie, also das funktioniert auch sehr gut. War es natürlich so ein bisschen, was man kritisieren kann, ist, dass es eben sozusagen nicht alle Informationen im Spiel sind, sondern dass man eben noch, man braucht noch mindestens ein elektronisches Gerät, um eben die Online-Datenbank des Spiels benutzen zu können und man muss sogar noch ein bisschen tatsächlich im Internet recherchieren, um manche Sachen besser verstehen zu können. Finde ich aber auch sehr cool integriert, weil das eben, man kann sich das natürlich schon vorstellen, dass moderne Detektiv- oder Polizeiarbeit halt so abläuft, dass man sich einfach sagen, alles nutzt, was man hat, auch sozusagen, wenn es nicht irgendwie unmittelbar in der Polizeiakte steht. Und diese Webseite funktioniert sehr gut, das muss man sagen. Also die hatte wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, hatten die wohl lange irgendwie, oder anfangs zumindest irgendwie Schwierigkeiten mit schlechter Erreichbarkeit, wo Leute sich dann beschwert haben, dass das Spiel unspielbar ist. Das hatten wir jetzt aber gar nicht. Vielleicht ist auch einfach der Ansturm inzwischen nur noch kleiner. Eben, also die Seite ist sehr schnell, ist sehr übersichtlich, funktioniert gut. Ist manchmal so ein bisschen fisselig, da so kurz einzutippen, irgendwie wilde Kombinationen. Ja, ist aber letztlich auch gut und eben bietet dann coole Möglichkeiten, eben so Sachen miteinander zu verknüpfen und da nochmal darauf zurückzukommen, ohne dass man jetzt ständig irgendwie wieder Kartenstapel durchsuchen muss, was auch was für sich hat. Also, dass man eben sozusagen auch auf einen Klick eben tatsächlich Informationen präsentiert kriegt, das hat schon was. Ja, also ich finde es wirklich sehr toll. Wir haben leider erst einen Fall geschafft, das ist jetzt fast schon wieder zwei Wochen her, hatten gesagt, wir müssen direkt bald den nächsten spielen, um sozusagen, weil die ja miteinander ein bisschen zusammenhängen, dass man so noch die Zusammenhänge nicht vergisst. Glücklicherweise habe ich mir ein bisschen nerdmäßig hinterher noch die Zeit genommen und habe eine Mindmap erstellt mit den ganzen Informationen, die wir zusammengetragen hatten. Und das hilft uns hoffentlich, wenn wir den zweiten Fall spielen, dass man schnell nochmal was nachschlagen kann. Ist 2019 eben nicht Kennerspiel des Jahres gewesen. Ich habe auch überhaupt keinen blassen Schimmer, was stattdessen Kennerspiel des Jahres geworden ist. War bestimmt auch ein gutes Spiel. Ja, ist sehr zeitaufwendig. Also wir haben die 180 Minuten, die hier draufstehen, als Maximum haben wir, glaube ich, ganz locker gebraucht. Sogar noch etwas mehr. Ist aber natürlich beim ersten Mal, brauchen wir etwas länger. Und wir haben auch viel diskutiert, das muss man schon sagen. Aber ich meine, das ist ja auch gerade der Sinn von dem Spiel, dass man eben darüber diskutiert. Wie ist was? Und eben man spekuliert schon während des ersten Falls über den zweiten, wenn man schon merkt, ah, da ist noch was im Busch, das kommt bestimmt nochmal. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Und ich freue mich schon da, das weiterzuspielen und wir haben schon die Erweiterung im Einkaufswagen voller Enthusiasmus.
Ja, also, mein Highlight des Monats, Detective, das Krimi oder ein Krimi-Brettspiel. Lustigerweise von dem gleichen Autoren wie Robinson Crusoe, was wir im Moment wieder ein bisschen zur Seite gelegt haben. Da hat uns echt leider noch so die Motivation gefehlt, das mal auch mit in Angriff zu nehmen, obwohl ich das auf jeden Fall auch nochmal spielen möchte. Aber dieses, ja, eben vom gleichen Autor, was man jetzt für mich nicht so merkt unbedingt, also vom, also außer dass es auch kooperativ ist, ich finde gerade dieses noch etwas besser, weil es nicht so frustrierend ist wie das andere. Aber ja, ich denke, wir werden beide noch weiter spielen. Gut, und damit höre ich auf zu reden. Die Zeit ist um, die Stunde ist wahrscheinlich schon voll, nee, nicht ganz. Ich danke fürs Zuschauen, allen, die so lange ausgehalten haben. Das war mein, zumindest was Anzahl der Spiele angeht, längstes aufgetischt bisher. Ich hoffe, es wird vielleicht wieder etwas kürzer in Zukunft. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Lasst uns Abonnement da, lasst uns Daumen hoch da, lasst uns Glöckchen da und nette Kommentare. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder zu einer neuen Muttenkiste oder einem neuen Aufgetischt oder sonst etwas. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Tschüss.